Namaste, guten Morgen. Ja, schön, dass du gemeinsam mit uns eine Morgenmeditation durchführst. Heute am 33. Tag, an dem wir in Bayern zu Hause bleiben müssen. Ja, setze dich am Anfang bequem auf einen Stuhl. Achte darauf, dass die Wirbelsäule gerade ist. Sie sollte nicht angelehnt sein. Atme tief ein und aus und sei relaxed. Lass uns gemeinsam dreimal tief ein- und ausatmen, durch die Nase einatmen, bis tief in den Bauch und durch den offenen Mund ausatmen. Lass beim Ausatmen alles los, was sich in den letzten Tagen angesammelt hat. Wir unterstützen dieses Loslassen durch Pranayama Nadishodhana. Denke daran, dass wenn du während dieses Tages diese Übung durchführst, dir vorher die Hände wäscht. Die linke Hand wird auf den linken Oberschenkel abgelegt. Von der rechten Hand der kleine Daumen, der kleine Finger und der Ringfinger liegen auf dem linken Nasenloch. Wir atmen zu Beginn rechts aus. Wir atmen rechts ein. Bis ganz nach oben. Wechsel den Daumen links ausatmen. Links einatmen. Ganz nach oben, Wechsel, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel, rechts ausatmen. Links einatmen. Und rechts ausatmen. Noch eine Runde. Rechts einatmen. Wechsel. Links ausatmen. Links einatmen. Wechsel. Rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadishodhana so oft du möchtest, auch während des Tages durchführen. Es ist wunderbar zur Versorgung des Blutes, aber auch des Gehirns mit Sauerstoff. Du bringst die Gehirnhälften bei unruhigem Denken wieder in eine Harmonie. Und heute dient es uns zur Vorbereitung der Meditation. Ja, achte darauf, dass deine Wirbelsäule gerade ist. Der Kopf zeigt auch nach oben. Dein Kinn ist waagerecht zum Boden. Die Aufmerksamkeit ist auf dem Bereich zwischen den Augenbrauen. Öffne deinen Geist und dein Herz. Die Essenz deines Seins, dem Unendlichen. Anerkenne diese höchste Realität. Wisse und erkenne, dass du eine Einheit des reinen Wesens der höchsten Realität bist. Ehre alle Heiligen der spirituellen Erleuchtungstraditionen. Und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya Yoga ehren wir besonders Mahavatar Babaji,
Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar Paramahansa Yogananda, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Mit der Aufmerksamkeit zwischen den Augenbrauen beobachte deinen Atem. Versuche nicht zu kontrollieren, beobachte einfach nur. Beobachte und fühle, wie du beim Einatmen tiefe Luft durch die Nase in den Oberkörper bis tief in den Bauch einatmest und beim Ausatmen etwas wärmere Luft den gleichen Weg zurücknimmt. Beobachte und fühle, wie du bei jedem Ein- und Ausatmen ruhiger und entspannter wirst. Mit der Aufmerksamkeit auf den Bereich zwischen den Augenbrauen kombinieren wir jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung auf dich haben kann. Beim Einatmen sprechen wir gedanklich Hong. Beim Ausatmen sprechen wir gedanklich So. Beim Einatmen sprechen wir gedanklich Hong. Beim Ausatmen sprechen wir gedanklich So. Hong, so. Hong, so.
wenn Gedanken, Emotionen oder andere Fluktuationen in deinem Gedankenfeld aufsteigen, schenk diesen Dingen keine Beachtung. Lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deinem Mantra. Wenn du zu unruhig bist und es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne für eine kurze Zeit deine Augen, blicke geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren. Schließe danach deine Augen wieder und kehre zurück zu deinem Mantra.
Wenn du vollkommen ruhig und gedankenfrei geworden bist, leg das Mantra beiseite und verweile in diesem gedankenfreien, friedvollen, transzendenten Zustand. Bleib jedoch aufmerksam und beobachte. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für dein Mitgefühl. Denke an alle Menschen, die an dem Coronavirus erkrankt sind. Denke an alle Menschen, die verstorben sind und ihre Angehörigen. Denke an alle Menschen, die in dieser Zeit allein zu Hause bleiben müssen. Denke an alle Menschen, die kein Zuhause haben oder von der Öffentlichkeit vergessen wurden. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für die Hoffnung. Denke an alle Menschen, die wieder genesen sind und am Leben teilhaben. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für deine Dankbarkeit.
Denke an alle Menschen und Lebewesen, die diese Zeit mit dir zu Hause verbringen. Denke an alle Menschen, mit denen du üblicherweise diese Zeit verbringen würdest, aber jetzt körperlich getrennt bist. Denke an alle Menschen, die für unsere Versorgung momentan zuständig sind und Verantwortung übernehmen. Ganz besonders denken wir an die Pflegekräfte, die Ärzte, die Arbeiter in den Supermärkten, an die Müllabfuhr, an die Bäckereien, alle, mit denen wir in Kontakt treten, alle, die im Hintergrund für unser Wohl, für unsere Versorgung da sind. Dehne dein Blickfeld aus über deine Wohnung, deine Gemeinde, deinen Ort, dein Land hin zu den 7,5 Milliarden Menschen, die weltweit mit gleichen Problemen konfrontiert sind, die Ängste haben und mit Schwierigkeiten umgehen und fertig werden müssen. Wünsche Ihnen allen das höchste Gute. Sieh sie gesund, zuversichtlich und konstruktiv diesen Tag gestalten. Lächle Ihnen zu und sei dankbar. Sieh dich selbst, wie du gesund, optimistisch und zuversichtlich diese Zeit erlebst. Wie du konstruktiv und unterstützend für dich selbst und für andere da bist. Lächle dir selbst zu und sei dankbar. Lass uns am Schluss gemeinsam dreimal Om singen. Om.
Ja, kommen wir am Schluss zurück ins Hier und Jetzt. Öffne ganz langsam deine Augen. Ja, du kannst natürlich, solange du möchtest und Zeit hast, noch in dieser friedvollen, meditativen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung vor allen Dingen mit in den Tag und schenke sie anderen Menschen. Wir haben uns ja die letzten Tage über die Yamas und Niyamas unterhalten. Ja, es sind die ethischen und moralischen Prinzipien, wie ich meinen Tag gestalte, wie ich bewusst mich entwickle und auch richtig verhalte. In Patanjalis Yoga Sutras sind diese Yamas und Niyamas. Yamas steht für äußere Verhaltensweisen und Niyamas für innere Verhaltensweisen. Ja, dort werden sie genau beschrieben. Die Yamas sind Ahimsa, Gewaltlosigkeit, nicht verletzen, Satya, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Asteya, nicht stehlen, aber auch in Gedanken von niemandem irgendetwas begehren, Brahmacharya, bewusste Kontrolle und richtige Verwendung von Lebenskräften, eine spannende Geschichte gerade in diesen Tagen, darüber sich nochmal vertieft nachzudenken. Aparigraha, Nichtanhaftung, Verzicht auf Bindung. Die internen Niyamas sind Saucha, äußere Reinheit, Sauberkeit, innere Reinheit und die Kultivierung sattvischer Einflüsse. Santosha, Kultivierung von Seelenzufriedenheit in allen Umständen. Gerade hier werden wir ja in diesen Tagen auf die Probe gestellt. Selbstdisziplin, also Tapas, Einstellungs- und Verhaltensänderungen, um eine psychologische Transformation zu bewirken. Svadhyaya, Selbsterforschung, Selbststudium, intellektuelles Verständnis von sich selbst, von seiner Beziehung zu Gott und zum Leben, die wichtigen Fragen des Lebens. Gerade in dieser Zeit, in diesen vielen Tagen, eine Geschichte, wo sich viele darüber Gedanken machen, was soll das Ganze hier, worum geht es eigentlich? Und heute Ishvara Pranidhana, Hingabe, von der Idee her des Dienens und Aufgabe des Ego, des illusorischen Selbst. Ja, Patanjalis Yoga Sutras beschreiben dies ja sehr deutlich. In Kapitel 2, Sutra 45 steht, Selbstverwirklichung ist vervollkommnet durch ergebene Hingabe an Gott. Selbstverwirklichung ist vervollkommnet durch ergebene Hingabe an Gott. Roy Jean Davis ergänzt dies in seinem Kommentar. Weil wir Einheiten des reinen Bewusstseins sind und Gott die kosmische Einheit des reinen Bewusstseins mit Attributen ist, ist der unmittelbare Weg, um zur Gottverwirklichung zu erwachen, die Hingabe unseres falschen Gefühls der Selbstidentität, also Aufgabe des Ego. Alle anderen rechten Bemühungen sollten als vorbereitende Praktiken verstanden werden. Also man sieht schon, das Kernproblem ist das Gefühl des Getrenntseins. Durch Aufgabe und Annahme und Erkennen, dass ich nicht getrennt bin, ist dieses größte Problem, das größte Hindernis schnell ausgeräumt. Weil wir Einheiten des reinen Bewusstseins sind und Gott die kosmische Einheit des reinen Bewusstseins mit Attributen ist,
ist der unmittelbare Weg, um zur Gottverwirklichung zu erwachen, die Hingabe, die Aufgabe unseres falschen Gefühls der Selbstidentität. Alle anderen rechten Bemühungen sollten als vorbereitende Praktiken verstanden werden. Ja, Ishvara Pranidhana als fünftes Niyama und ja, wieder einiges zum Nachdenken. Ich glaube, wenn wir in 10, 20 Jahren auf diesen Zeitraum zurückblicken, dann wird es uns gehen wie in meiner Kindheit, wo wir die Ölkrise hatten und uns heute noch daran erinnern, dass keine Autos auf den Straßen unterwegs gewesen sind. Ich hoffe, wir werden uns daran erinnern, dass wir diese Zeit bewusst genutzt haben, um uns selbst, unser Umfeld und den Sinn unseres Seins zu hinterfragen. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Genieße ihn, sei bewusst, unterstütze andere. Und wenn du möchtest, gerne morgen um 7 Uhr zur gemeinsamen Meditation. Namaste.